Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dela Literatur mit Flo. Ich bin die Dela und ich habe bei mir den Flo. Hallo Flo. Das war ein Zufall. Ja, das ist bei diesem Konzept echt überraschend, dass du da bist. Aber gut, ja. Flo, wir reden diesen Monat oder dieses Mal über die Bücher von Oktober und November, ist das richtig? Genau. Der Oktober war bei mir, sehr schwach, aber dafür hat der November nochmal kräftig zugelegt. Bei mir ist es genau andersrum. Bei mir ist der Oktober ziemlich straff und der November relativ dünn. Und wie warst du so qualitativ zufrieden im Durchschnitt? Ach, viel Mittelmaß, auch gehobenes Mittelmaß, wenig Highlights und auch ein paar Sachen, die, Ja, ich muss sagen, ich habe zwar auch dieses Mal echt viel Mittelmaß, aber es waren diesmal, wenn es Highlights waren, richtige gute Highlights. Also, man darf gespannt sein. Wer möchte denn anfangen? Ach, fang du an. Okay. Dann fange ich an mit Natalie Haynes. Die könnte vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff sein. Die ist so ein bisschen berühmt geworden mit feministischen Betrachtungen von, antiken Mythen und solchen Sachen. Und sie hat unter anderem geschrieben Pandora's Jar, eine fantastische Betrachtung der antiken Mythen, wie gesagt unter feministischen Gesichtspunkten. Es ist wirklich super geschrieben, richtig gutes Buch und es hat, und das fand ich großartig, so wundervoll zynische Einwürfe. Also wenn da eben wieder in diesem Mythos diese Frau dargestellt wird als das letzte Biest und so weiter und so fort, sie bleibt sehr nah am Mythos. Aber sie kann sich halt gelegentlich so kleine Kommentare nicht verkneifen. Und das hat für mich den Unterhaltungswert dieses Buches ganz massiv gehoben. Ich fange mal an mit etwas Schwächerem und einem Autor, den ich leider in dieser Kategorie öfter nenne. Mit Dean Koontz. Ja, wir möchten ihn so gern mögen. Ja, ich versuche es ja auch wirklich sehr in der letzten Zeit. Ich habe gelesen Blutvertrag. Mhm. Es ist ein Thriller und das Konzept an sich ist ganz interessant. Also so ein Typ, der sich abends so ein Bier zum Feierabend genehmigen will und plötzlich kommt irgendwie so ein nervöser Typ an, steckt ihm einen Umschlag zu und sagt 10.000, der Rest folgt, wenn sie erledigt ist. Mhm. Also er wird für einen Auftragskiller gehalten und muss jetzt versuchen, einer Frau das Leben zu retten. Mhm. Könnte spannend sein, ist wie so oft bei Koontz, es verläuft sich in zu viele Nebenhandlungen und zu viele Figuren und packt mich nicht wirklich. Mhm. Ich werde es weiter versuchen, aber der war es auch nicht. Ja, schade. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir endlich mal Glück haben, aber ach. Ja, immer dasselbe. Bei mir geht es immer noch weiter mit Natalie Haynes, diesmal mit The Ancient Guide to Modern Life. Und ich muss sagen, auch hier habe ich wieder richtig viel Spaß gehabt, weil erstens hat die Frau Ahnung, zweitens hat sie echt Spaß an ihrem Job und drittens hat sie wirklich viel Humor. Ja, das Buch wird hinten raus ein bisschen zerrig. Es geht halt sehr viel so um Wertschätzen von Demokratie, um Gesetzestexte, um all diese Dinge, die wir halt schon seit der Antike und früher mit uns rumtragen und deren Errungenschaft wir aber eigentlich gar nicht mehr so richtig zu schätzen wissen. Aber ja, auch das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es ist vorne raus ein bisschen amüsanter, da kommen so witzige Themen hinten raus. Wie gesagt, wird es ein bisschen zerrig. Aber im Großen und Ganzen hat mir das auch wieder echt Spaß gemacht. Was ist dein nächstes? Ja, ich mache mal mit den klassischen Horrorautoren weiter. Da habe ich auch eine ganze Reihe diesen Monat. James Herbert. Ja. Ich habe jetzt schon öfter was. Der ist gut. Ich habe zwei. Das erste ist leider auch das Schwächere der beiden. Unheil im Original The Fog.
Deswegen hatte ich Hoffnung, weil es gibt viele schöne Sachen mit dem Namen The Fog, die gut sind. Und hier ist es auch so, dass eine kleine englische Stadt von einem Erdbeben erschüttert wird. Die Erde reißt auf, es kommen komische grüne Nebel hervor und Monster tauchen in der Stadt auf und bringen die Leute um. An sich ein gutes Konzept, aber auch das konnte mich diesmal nicht so wirklich überzeugen. Also der Mann schreibt sehr solide, kann man nichts falsch machen, der versteht sein Handwerk. Aber er hat sonst oft mehr so einen kleineren Rahmen. Selbst wenn die Geschichten größer erzählt sind, konzentriert er sich so auf wenige Figuren. Und das war hier zum Teil, war es mir ein bisschen viel. Und dazu waren dann die Figuren aber auch zu rudimentär eigentlich nur dargestellt. Gut, dann mache ich weiter mit der Resurrectionist von E.B. Hatzbeth. Und das, muss ich sagen, hat mir auch wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist eine großartige Geschichte über einen fiktiven Wissenschaftler, der eigentlich an natürlichen Mutationen arbeitet und dann auch eben da so rumoperiert und das Heile macht und so weiter, aber in erster Linie das Zweck halt erforscht. Bedauerlicherweise gleitet der aber immer mehr an seinen eigenen Gottkomplex ab und fängt dann irgendwann an, sich seine eigenen lustigen Mutationen zu basteln. Also schraubt dann Sphinxflügel an Löwen und Harpienfüße an seine Frau und solche Späße. Also wirklich fantastisch, weil du eben wirklich auch dieses Abgleiten in den Gottkomplex so hast. Aber was das Buch zu was Besonderem macht, ist, dass der zweite Teil des Ding ist. Du hast einerseits den Teil mit dieser Geschichte, also mit dieser fiktiven Biografie. Und der zweite Teil sind dann anatomische Zeichnungen. Und tatsächlich auch anatomisch relativ korrekte Zeichnungen. Aber halt für diese zusammengebauten Chimären. Und die sind richtig, richtig geil. Also für einen Sammler, der gerne so coole Sachen im Regal stehen hat, richtig, richtig cool. Das könnte auch was für dich sein. Ja, wobei ich brauche keine Bücher über Gottkomplex. Ich habe ja dich. Nee, doch, klingt interessant. Ja, aber ich bin leider nicht so handwerklich begabt. Du passt aber auch ins Regal. Das stimmt. Ich mache weiter mit einem anderen James Herbert, mit Blutwaffe. Und der hat mir schon erheblich mehr Spaß gemacht. Denn wir haben, wie man sich bei dem Titel schon denken kann, Nazis. Wir haben einen gewissen legendären Speer. Oh ja. Ja. Wir haben einen komischen, okkulten Nazi-Kult, der sich irgendwo in einem Landhaus in England trifft. Und wir haben einen Nazi-Jäger, der versucht, sie aufzuhalten. Es ist ein sehr unterhaltsamer Roman. Es ist so trashig, wie es klingt, aber es macht Spaß. Ich würde ihn sogar so in eine Reihe stellen mit The Boys from Brazil oder sowas. Okay, also, das ist schon passt also gut. Ja. Nicht schlecht. Naja, das erinnert mich daran, ich habe auch noch so ein paar lustige Nazi-Noir-Detektivgeschichten. Da müsste ich mich auch mal wieder dran setzen. Aber egal, kommen wir zu was anderem. Kommen wir zu Craig Russell. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal was gesagt hat. Erzähl mal mehr, ich kann es gerade nicht zuordnen. Das ist ein Buch, um das ich schon seit Monaten rumschleiche. Also das ist so ein kurzes Amazon-Ding und so weiter. Und das klang immer ganz spannend und ich habe aber irgendwie nie die Nerven dazu gehabt, das zu lesen, weil ich davon ausgegangen bin, es ist ein richtiger Roman. Stellt sich raus, nein, das ist kein Roman, es ist eine Kurzgeschichte. Und zwar nur eine. Die aber verkauft wird, als wäre es ein vollwertiges Buch. Also ich rede von dem Level von 50% des Buches ist die Leseprobe für ein anderes Buch. Ich war demzufolge ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber ich muss sagen, die Kurzgeschichte nichtsdestotrotz war nicht schlecht, die war ziemlich gut sogar. Es geht so ein bisschen um einen Großinquisitor, der in irgendein nordslawisches Dorf einreitet und denkt, er kann da jetzt lustige Dinge tun und Inquisition betreiben, stellt sich raus, ja, er wird jetzt auch der neue Großinquisitor. Bedauerlicherweise muss er aber seine Kirchenbrüder an den Scheiterhaufen bringen. Also die Idee fand ich ganz nett, aber es war eben wirklich lächerlich kurz und für meine Verhältnisse auch ein bisschen zu irreführend vermarktet.
Ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Und ich weiß halt auch nicht, ob der nur so kurze Dinger schreibt. Also alles, was ich jetzt gefunden habe, waren alles so kurze Dinger. Ob der richtige Romane schreibt, weiß ich nicht. Aber wenn ich einen finde, würde ich ihn lesen. Ja, das ist schon mal eigentlich eine gute Voraussetzung. Genau. Ja, ich habe den nächsten Klassiker, ich habe Jack Ketchum gelesen. Mhm. Amokjagd. Ketchum ist ja für mich auch eher so Hit or Miss. Der war auch wieder jetzt eher in dieser Miss-Kategorie. Oh. Auch wieder mehr ein Thriller als ein Horrorroman. Die Frau plant den Mord an ihrem Arschlochgatten. Und es gibt aber einen Zeugen, der will sie aber nicht verraten, sondern ist selbst ein Psychopath und denkt, er hat jetzt eine Gleichgesinnte gefunden, mit der er töten kann. Ja, nette Idee. Hat mich aber auch wieder leider nicht gepackt. Ja, schade drum. Ja, bleiben wir bei netten Ideen. The Rejects von Philipp Fracassi. Es gibt Mondgiraffen. Mondgiraffen sind voll die gute Idee. Aber jetzt mal im Ernst. Das ist halt echt eine Kurzgeschichte, auch wirklich, wirklich kurz. Das Ende ist ziemlich verwirrend, das habe ich nicht verstanden. Aber die Idee ist halt wirklich ernsthaft geil. Das ist halt so ein Sci-Fi-Setting. Und wir bohren eben lustige Löcher in den Mond und stellen fest, okay, die ganze Evolutionsgeschichte war vielleicht doch schon, also Evolution, aber vielleicht eher so im Sinne von Gott als verrückter Wissenschaftler. Und alles, was er da so geschaffen hat und was ihm nicht in den Kram gepasst hat, hat er halt dort oben auf dem Mond zwischengelagert. Und deswegen gibt's auf dem Mond Mondgiraffen. Das ist echt eine coole Idee. Die Idee ist richtig geil. Es ist leider zu kurz, um wirklich richtig gut zu sein. Aber es hat echt Spaß gemacht. Und ich würde das gerne als Roman haben. Ja, das verstehe ich. Nee, das klingt echt nach einer coolen Sache. Ich mache da mal weiter mit Jeff Strand. Mhm. Ich glaube, den hatten wir noch nicht so oft. Ich weiß auch nicht, ob ich schon sehr viel von ihm gelesen habe. Ich habe auf jeden Fall noch mehr auf meinem Stapel von ihm liegen. Ja. Das Buch ist Dwellers. Mhm. Und es ist eigentlich so die klassische Geschichte. Junge findet Monster im Wald und freundet sich mit ihm an. Ja, Ogre! Ja, fast. Das, was ich hieran aber interessant fand, ist, dass diese Geschichte über, keine Ahnung, 50 Jahre geht. Okay. Also saß immer nur so Ausschnitte und dass dieser Junge oder dann später dieser Mann hat ein ziemlich abgefucktes Leben, aber er hat immer diese Kreatur im Wald, die manches einfacher macht, aber dann oft auch doch sein Leben ziemlich kompliziert. Ja. Und ich fand's echt cool, auch schön geschrieben. Also das klingt auf jeden Fall süß. Ja, es ist auch, also du brauchst auch keine Angst haben, es ist keine Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Das ist vielleicht so die ersten 100 Seiten, vielleicht ein bisschen, aber ja. Nee, über die Jahre bringt er dann seinem Monster Owen auch also rudimentär das Sprechen bei oder sowas, aber ja. Nee, fand ich ganz lustig. Das klingt auf jeden Fall noch eine gute Idee. Mhm. Ist mal so ein Twist in dieser doch ziemlich klassischen Art der Geschichte. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, ich mache meinen letzten von Natalie Haynes, nämlich The Children of Hugh Castle. Und hier muss ich sagen, ich habe ja die anderen Bücher von ihr schon gelesen gehabt und das waren aber alles richtige Fachbücher. Also die hatten wirklich einen analytischen, rein analytischen Hintergrund und waren eben nicht in Fließtext in Romanform. Dieses Buch hier ist eine Neuerzählung des Ödipus-Mythos, quasi aus der Sicht von Iocasta. Und hier aber tatsächlich als Roman. Und ich hätte das, ich höre ja keine Hörbücher als Romane, also überhaupt nicht. Das finde ich eigentlich furchtbar. Und das hätte ich auch hier nicht gemacht. Ich hätte ja nie reingehört, hätte ich das nicht am Anfang für ein Fachbuch gehalten. Es ist aber kein Fachbuch, es ist ein Roman, aber er ist wirklich fantastisch gelesen. Und war so gut, dass ich sogar dran geblieben bin. Und was ich hier richtig, richtig faszinierend finde, du hast halt den Romantext und so weiter, aber sie gibt halt am Ende auch nochmal eine richtig gute, ja, Zusammenfassung,
weil es eben von diesem Ödipus-Mythos nicht nur die überlieferte Version gibt, die wir halt jetzt so in unserer Popkultur kennen, sondern da gab es halt 100.000 Vorläufer und mehrere Versionen und Aufführungsmöglichkeiten, wie das gemacht worden ist und so weiter. Und die haben alle eine gewisse Variation auch im Inhalt gehabt. Und sie hat sich halt für jede Freiheit, die sie sich hier in dem Text rausgenommen hat, eben tatsächlich an einer dieser Variationen, die es schon mal gab, orientiert. Das heißt, obwohl sie gerade am Ende ein kleines bisschen Änderungen hat, zu der Version, die wir so kennen als der Ödipus-Mythos, ist sie trotzdem historisch gesehen voll an den Texten geblieben. Und kommentiert das halt auch eben immer, wo so kleine Details sind und so weiter. Und wie gesagt, das Ganze ist weiterhin unter so einem feministischen Standpunkt. Hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also die Frau kann ich echt empfehlen, von der würde ich jedes Buch lesen. Ja, der Ödipus-Epos, ich kenne ihn gut. Ne, aber klingt interessant, auf jeden Fall. Ich mache weiter mit einem alten Bekannten, mit Edward Lee. Oh ja. Ich habe festgestellt, dass Edward Lee nicht nur bei Festa Bücher veröffentlicht hat. Aha. Es gibt insgesamt wohl 3 Bücher, die schon früher erschienen sind. Eins davon bin ich noch am Suchen. Das ist bei Voodoo Press erschienen, das kriegt man momentan nicht. Also falls die Hörer das haben, mir fällt der Titel jetzt gerade nicht ein, schickt es mir gerne, ich bezahle auch dafür. Und die anderen beiden bei Heine sind eine zweibändige Geschichte, nämlich Inferno und Inferno Höllensturz. Okay. Und es ist aus dem Jahr 2001 sind diese Bücher. Und ich würde sagen, das merkt man ihnen an. Ich würde sagen, so um den Jahrtausendwechsel gab es so, so eine ganze Menge an Gothic-Helden, die mehr so Dark Fantasy, also das hier ist jetzt nicht so dieser Extremhorror, wie man von ihm kennt, sondern es ist eine junge Frau, die nach dem Tod ihrer Zwillingsschwester die Tore zur Unterwelt durchschreitet. Mhm. Ja, es ist ganz lustig, aber es ist halt wirklich dieses Dark Fantasy, das vor 20 Jahren modern war. Und heute, man kann es noch lesen, aber ich finde es irgendwie so ein bisschen, es ist nicht gut gealtert. Ja, richtig. Ja. Vielleicht bin ich auch rausgewachsen, das kann natürlich auch sein. Aber nee, das war schon damals nicht gut. Wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem, also schlecht ist es jetzt auch nicht. Es ist so nette Unterhaltung für zwischendurch die beiden Bände. Der erste hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Ich muss halt auch dazu sagen, ich bin halt auch allgemein kein großer Freund von Edward Lee. Er ist mir, ich mag ihn, aber er ist mir halt auch wirklich einfach zu überdreht in allem, was er macht. Ich weiß, was du meinst. Und da fällt halt auch drunter das Überbedienen von Klischees. Und wenn ich mir das jetzt noch auf Dark Fantasy hochrechne, kann ich mir das Buch in etwa vorstellen. Ja. Also es ist tatsächlich, hat hier so ein paar Gänge zurückgeschaltet, im Gegensatz zu dem anderen, was ich von ihm kenne, aber trotzdem, ja. Gut, kommen wir zu lustigen Dingen mit Natur. Ich habe gehört, Extraordinary Insects von Anne Sverdrup-Tygeson. Gesundheit. Ja, genau. Ein ganz netter Überflug über Insekten aller Art, halt mit ihren Eigenheiten, mit ihren Funktionen. Ja, ich meine, ich lese solche Bücher echt viel. Von daher war jetzt für mich echt wenig Neues und gegen Ende hin war es halt auch wieder ziemlich zerrig. Aber ich kann mir vorstellen, wer in dem Thema Einsteiger ist und sich damit noch wenig beschäftigt hat, der kann da durchaus Spaß haben. Ich weiß nicht, ob es kindertauglich ist, aber zumindest für Jugendliche, die sich so ein bisschen für Biologie interessieren, ist das, glaube ich, ganz schön cool. Aber wie gesagt, sobald ihr tiefer in dem Thema drin seid, ist es einfach zu oberflächlich. Ich habe schon wieder den nächsten Bekannten, Dan Simmons. Im Auge des Winters. Und? Gehört zu seinen besseren, würde ich sagen. Okay. Es ist auch hier wieder ein Horrorroman. Es ist eigentlich so eine Geschichte, die gut zu Stephen King passen würde. Also der Schriftsteller kehrt nach 40 Jahren in seine alte Heimatstadt zurück
Und natürlich kommen dann die Schatten der Vergangenheit raus, als sein Freund im Sommer 1960 einer Mordserie zum Opfer fiel, die bis heute nicht aufgeklärt ist. Mhm. Ja, es könnte ein bisschen besser sein. Also wenn er sich auf diese Handlung beschränkt hätte, wäre es wahrscheinlich auch besser. Es franzt auch wieder so ein bisschen aus, wobei Simmons neigt ja auch dazu, so 1000 Seiten eben zu schreiben. Das hier ist knapp 400 Seiten. Also, ja, da hat er sich ja sogar mal beherrscht. Ja, trotzdem könnte es noch ein bisschen kürzer sein. Ja, bleiben wir bei Klassikern. Ich habe einen absoluten Klassiker gelesen, nämlich The King in Yellow von Robert V. Chambers. Und ich muss sagen, ich mag das Buch. Ich mag die Idee mit dem Buch, das Menschen wahnsinnig macht. Und ich mag es vor allem sehr, sehr gerne, wie die einzelnen Geschichten miteinander verwoben waren. Natürlich hätte ich sehr gerne mehr von dem Buch gelesen, das Menschen wahnsinnig macht, also so inhaltlich, weil was soll schon passieren. Aber das hat mir echt Spaß gemacht. Stilistisch fand ich es auch echt okay. Allerdings muss man bedenken, Chambers hat halt sämtliche Ismen, die Lovecraft auch hat. Na, also es ist sexistisch, es ist rassistisch, es ist teilweise extrem beleidigend. Aber ich muss sagen, wenn man das unter dem Kontext der Zeit liest, habe ich daran echt viel Spaß gehabt. Und es ist auch wirklich nicht so, als wäre der Stil jetzt im Nachgang nicht mehr lesbar. Also er ist echt okay. Ja, man muss auch sagen, das Buch ist natürlich auch noch älter als Lovecraft. Also es hat ja Lovecraft zu Inspiration gedient. Tatsächlich habe ich davon eine Graphic Novel diesen Monat gelesen. Passt also schön. Ich mag das aber auch sehr. Ich habe das Buch auch vor einigen Jahren schon mal gelesen. Hm. Ist wirklich ein Klassiker der Weird Fiction. Gut, dann bist du ja. Ich nehme jetzt mal Bentley Little zur Hand. Oh ja, hat auch mir viel hier drin ist. Genau, diesmal war es eher Richtung Hit. Also auch kein super tolles, aber doch schon eine schöne Geisterhausgeschichte. Hm. Haunted heißt das Ganze. Ja, das habe ich sogar gelesen, glaube ich. Familie zieht ein neues Haus. Die Nachbarn sind ein bisschen komisch. Es riecht ein bisschen komisch. Und es gibt so einen Fleck in der Ecke des Kellers, der komische Sachen macht. Und die einzelnen Familienmitglieder, wobei die Kinder mir so ein bisschen auf den Sack gegangen sind. Wie immer. Ja, erleben halt verschiedene Sachen, bis das Ganze dann ein blutiges Ende nimmt. Aber es ist tatsächlich eine schöne Geisterhausgeschichte. Also wer so Sachen mag wie Paranormal Activity oder sowas, dem sei das auf jeden Fall empfohlen. Also ich fand das damals echt nicht schlecht. Ich hatte daran aufführenden Drittel ziemlich viel Spaß. Ich muss aber sagen, atmosphärisch hat es bei mir so gar nicht gezündet. Weil wenn ich mich nicht täusche, war das auch wieder so ein Buch, wo alle drei Sätze drin steht, er spielte auf seinem iPhone. Es geht sehr viel, der Vater sieht sehr viel fern und sehr viel alte Serien und Zeugs. Ja, also das, es ist... Das ist atmosphärisch ein bisschen fragwürdig, aber... es hat ja seine Gründe, deswegen habe ich es akzeptiert. Ja, das stimmt. Nee, aber mich macht das immer in Büchern wahnsinnig, wenn es dann darum, wenn dann beschrieben wird, ja, er schreibt an seinem Mac, er schrieb an seinem Mac oder er tippte auf seinem Blackberry oder was auch immer. Weil das funktioniert, glaube ich, also würde da stehen auf seinem Laptop oder auf seinem Handy oder was auch immer. Ja. Dann würde das die Sache wesentlich entzerren, wenn du den später Lesewert nochmal bedenkst. Dadurch, dass aber dadurch so zeitlich eingeordnet ist, nervt mich das immer massiv. Obwohl ich ja jetzt schon zu einer Zeit lese, wo ich diese kulturelle Referenz verstehe. Ja, das ist... man müsste es eigentlich in 10 Jahren nochmal lesen und schauen, wie es dann rüberkommt, genau. Also, aber das ist eine Krankheit, die hat Bentley Little schon immer, also in allen seinen Büchern, die ich kenne. Nee. Ja, ich gebe dir aber recht, die Sache mit den alten Seilen und so weiter, die hat ja durchaus einen Sinn hier. Von daher kann man das verzeihen. Gut, dann mache ich weiter mit Dingen, die man nicht verzeihen kann, die aber trotzdem ein Guilty Pleasure sind. Nämlich Confessions of an Egyptologist von Erich van Däniken. Naja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt ein klassischer Däniken. Es ist sexistisch, es ist kulturchauvinistisch, es ist schwurbelig.
Aber diesmal hat es leider nicht mal neue, lustige, coole Ideen oder Beispiele, sondern ist wie immer nur derselbe alte Kram und die übliche Selbstbeweihräucherung und Werbung. Ja, kann man sich also schenken. Yay. Ich habe dann mal mit Brian Lumley weitergemacht, mit der Nekroskop-Reihe. Oh, erzähl. Also, das ist jetzt Band 13 und es ist eigentlich nur ein Drittel des Buchs. Band 14 und 15 lese ich noch, aber die sind halt in Deutsch aufgeteilt worden. Ja. Im Original ist es Vampire World, Band 1, Blood Brothers. Mhm. Also der Nekroskop, der mit den Toten spricht und diese, ja, es ist eine Vampirgeschichte, aber die Vampire sind eher so kosmische Monster als die klassischen Vampire. Der ist tot. Mhm. Und in der Vampirwelt wächst das Böse heran, aber bevor er gestorben ist, hatte er noch Zwillinge, die nichts wissen von ihrem Erbe, die aber dieselben Kräfte haben wie ihr Vater. Und sie tauchen in diesem ersten Band, weil es halt nur ein Drittel ist, gar nicht viel auf. Aber man erlebt mehr von dieser Vampirwelt und diesen außerirdischen Vampyri. Mhm. Und das ist schon mal ein cooler Anfang. Ich suche auch hier noch immer die letzten zwei Bände, die dann nicht mehr getrennt waren, sondern im Hardcover erschienen sind. Weil ich würde die Serie gerne mal zu Ende lesen. Also die macht schon Spaß. Lumley ist schon einer, der schreiben kann. Okay, ja, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, ich würde jetzt weitermachen mit einem kleinen Blog, weil ich nämlich wieder lustige Dinge zu Hexentum gelesen habe. Einerseits Pendulum Magic von Charles Mage. Ja, das ist nichts Neues, aber ab und zu Basis auffrischen ist ja auch nichts Schlechtes. Es ist aber ein erstaunlich pragmatischer Ansatz für die ganze Sache, das mag ich. Also auch hier ist wieder das Konzept, solche Dinge sind Selbstbetrug und wenn du das weißt, kannst du das nutzen. Außerdem habe ich gelesen Court Magic von Brandy Williams und als Mensch mit Hand zu Talismanen und Handarbeit muss ich sagen, war das ein echt hübscher Ansatz. Es hat sehr viele kulturreferenzielle Tabellen und sowas und ist deswegen eigentlich ganz hübsch und praktikabel aufbereitet. Das hat durchaus schon Spaß gemacht. Und ich habe gelesen How to Acquire and Take Care of Magical Creatures, auch von Charles Mage. Und wenn ihr schon immer mal einen imaginären Haustierdrachen haben wolltet, dann ist das euer Buch. Für alle anderen ist es einfach nur sehr, sehr witzig. Ach, Drachen. Nee, ich hab's lieber kalt. Ja, er bietet dir, glaube ich, auch Haustierelfen an und sowas. Aber wir wissen ja, vom Elfenvolk sollte man sich weit fernhalten. Das nur am Rande. Ja, nein. Also, sehr amüsant. Ich habe ein Eichhörnchen, das reicht mir. Ja. Und ich habe ein Band der Fester Extremreihe gelesen. Mhm. Der Bund der Bestien von Jill Whale oder Gil Whale. Liest sich sehr interessant. Es geht darum, dass sich im Darknet eine Gruppe von Leuten verabredet, um zwei Frauen zu entführen und zu essen. Oh. Mhm. Was dann das Buch tatsächlich interessant gemacht hat, war dann die Kurzbeschreibung des Autors. Mhm. Denn Gil Whale war früher ein New Yorker Polizist. Und er ist der erste Mensch, der verurteilt wurde, nicht für eine Tat, sondern für Fantasien. Oh. Weil seine Frau Kannibalismus und Mordfantasien in einem Chat gefunden hat. Ah. Ja. Deswegen, er weiß also scheinbar, wovon er schreibt. Fantastisch. Aha. Ja. War tatsächlich fast 2 Jahre im Gefängnis, ehe er freigesprochen wurde. Mhm. Und schreibt jetzt Horrorromane. Unter anderem auch Raw Deal, die Untold Story of NYPD's Cannibal Cop, worin er dann auch die Frage behandelt, ob Straftaten also Gedanken als Straftaten gelten können. Und ja, in diesem Buch geht es halt auch darum, und das zu wissen, macht das Lesen nochmal so ein bisschen komisch. Kann ich mir vorstellen. Aber interessant. Aber auch tatsächlich kein schlechtes Buch, wenn man das einfach außen vor lässt. Ja, okay. Ja, schon. Ja.
Gut, bei mir ging es jetzt ein bisschen weiter, weil ich ja für König, Bube, Dame, Gast und so weiter sehr viel über Symbolik und so weiter lerne. Habe ich gelesen The Power of Archetypes von Mary D. Jones. Ein kurzer Abriss über die häufigsten Archetypen, ihre Darstellung und natürlich auch über die klassische Heldenreise und wie man sie selbst in seinem Leben ermächtigt, indem man sich seine eigene Lebensgeschichte schreibt. Ja, den Selbsthilfeteil hätte ich natürlich nicht gebraucht, weil, aber interessant ist halt wirklich diese Auflistung dieser bekannten Archetypen, weil die halt sehr viel hilft bei der Literaturanalyse und so weiter, wenn man die so ein bisschen im Kopf hat. Aber nichts Spannendes, absolut durchschnittliches Buch. Einfach Arschtypen, ja, kennt man. ich habe gelesen Die neunte Konfiguration von William Peter Bladley, also der Autor von Der Exorzist. Das Buch ist schon älter als Der Exorzist. Und ich... Thriller, Horror, Science Fiction, es hat so alles so ein bisschen was. Also es gibt ein altes Herrenhaus tief in den Wäldern, das von der Regierung als Irrenanstalt genutzt wird fürs Militär. Die Soldaten, die da untergebracht sind, haben alle eine ganz merkwürdige Geisteskrankheit, die plötzlich ausgebrochen ist. Und es wird jetzt ein Psychiater hingeschickt, der herausfinden soll, was da los ist. Und ja, das Ganze eskaliert dann auf etwas übersinnliche Art und Weise. Das Buch liest sich recht modern dafür, dass es doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. 1978 ist das Original erschienen. Es ist kein Exorzist, das ist auch immer ein sehr dünnes Buch. Aber trotz allem liest es sich gut und ist echt interessant. Okay, klingt nicht schlecht. Dann mache ich weiter mit Fachbüchern, nämlich Greek Fire, Poison Arrows und Scorpion Bombs von Adrienne Mayer. Von der habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Auch hier wieder so ein bisschen antike Betrachtung von diversen Kulturthemen. Es ging, das ist die Frau mit den antiken Sexrobotern, von denen ich das letzte Mal erzählt habe. Ah ja, genau. Und auch das wieder ein großartiges Buch von ihr, diesmal über biologische und chemische Kriegsführung in der Antike. Unter anderem Pestknoten. Fantastisch. Sollten wir wieder einführen. Ja, es wiederholt sich ein bisschen. Die haben wir in Corona-Zeiten doch. Es wiederholt sich ein bisschen, aber es hat sehr viele Infos, die mir auch wieder neu waren. Geht halt sehr viel um Belagerungstechniken, darum, wie man zum Beispiel vergifteten Honig, also es gibt wohl irgendeinen Honig aus irgendeinem Akazienzeugs, der halt psychotrop wirkt. Und wenn man den halt einfach als Lockmittel, als de facto Honeypot der feindlichen Armee vor die Füße legt und die den halt glücklich vor sich hinnumseln, ja, dann gehen die halt auf sich selber los und du ersparst dir sehr viel manuelle Arbeit. Oder Bomben aus Bienen zum Beispiel, also aus Bienenschwärmen. Und solche Sachen. Also man kann da sehr viel kreative Dinge lernen. Das ist alles nicht verkehrt zu wissen. Man weiß ja nie, wofür man es mal braucht. Im Zweifel und fürs Büro. Genau. Es war auf jeden Fall unterhaltsam. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Gibt es sowohl als Hörbuch als auch als normales Buch zu lesen. So, ich bin jetzt endlich beim letzten Horrortitel. Und er fällt auch mehr so in die Kategorie des Königs in Gelb. Okay. Also es ist auch ein Pulp-Horror-Klassiker aus den Zeiten der Magazine. Ja. Mogunstrum von Eugene Cave. Was. Ja. Warum sagt ihr das was? Es ist tatsächlich, also ich habe da, der Name hat mir auch was gesagt, aber ich habe tatsächlich noch nichts davon wirklich finden können. Die Beschreibung ist auch schon niedlich. Also es heißt, als hätte Dashiell Hammond eine Vampirgeschichte geschrieben. Okay. Und ja, das stimmt. Okay, ein Punkt. Ein Mann flieht aus einer Irrenanstalt, um zu beweisen, dass er nicht verrückt ist. Ja. Er behauptet nämlich, dass in dem Gasthaus Grey Toad Inn, dass da Vampire leben. Mhm. Und der wird ja die Vampire mit frischen Opfern versorgt. Und dass da perverse Versuche mit diesen Menschen angestellt werden. Ich glaube, ich mag das Buch. Ja, es ist total cool. Es ist also auch wieder recht dünn.
keine 200 Seiten. Hm. Und es ist so richtig so Pulp-Klassiker. Also das kann man nicht anders sagen. Es ist jetzt nicht super anspruchsvoll, aber es ist total unterhaltsam und es hat diesen alten Stil, den ich ja so unheimlich mag. Das klingt echt gut. Ich glaube, das hole ich mir. Auch beim Festa Verlag erschienen, in der Reihe Festa Spezial. Mhm. Das sind meistens so eher dünne, kleine, ungewöhnliche Geschichten. Lohnt sich auch meistens. Mhm. Klingt gut, auf jeden Fall. Weißt du, ob man das irgendwo als E-Book auch kriegt? Oder ist das nur Papier? Ob die Reihe im E-Book erscheint, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, aber okay. Ich kann es dir ja gleich sagen. Na, das läuft nicht weg. Gut. Ich mache weiter mit The Real Lolita von Sarah Weinman. Und da muss ich sagen, da habe ich mal tatsächlich was Neues gelernt. Wusstest du, Flo, dass Nabokovs Lolita tatsächlich einen realistischen Hintergrund hat? Irgendwas wusste ich da mal, ja. Also es gab da tatsächlich weit vor der Entstehung gab es halt einen Fall, wo ein, ich glaube, 45-jähriger Mann oder sowas ein Schulkind entführt hat. Er hat sich als FBI-Agent ausgegeben und hat das Kind halt erpresst, ihn auszugeben als den Vater einer Schulfreundin, mit dem zusammen sie in den Urlaub fahren will. Die Mutter hat das mehr oder weniger durchgewunken, war halt alleinerziehende Frau, war ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Wie gesagt, wir reden ja auch von den 50er Jahren, wo das alles noch ein bisschen eine andere Sache war. Auf jeden Fall, er entführt das Kind und es zieht sich über mehrere Jahre hin. Sie bleibt in Gefangenschaft dieses Mannes, wird halt auch mehrfach sexuell missbraucht und so weiter, hat aber eben, also sie wird nicht im Sinne von Kerkerhaft gefangen halten, sondern eben einfach durch emotionale Erpressung, durch die obligatorischen Einschüchterungstaktiken und so weiter und so fort. Das Ding ist, dieses Mädel kam dann tatsächlich irgendwann frei, weil sie einer aufmerksamen Nachbarin aufgefallen ist und wurde dann mit 13, konnte sie halt eben diesem Entführer entkommen, ist allerdings mit 15 schon bei einem Autounfall gestorben. Dass sie mit 15 bei einem Autounfall gestorben ist, ist insofern wichtig, weil das dann die Meldung war, die so durch die amerikanische Presse vor allem ging. Und diese Meldung, eben im Kontext damit, dass das Mädel eben damals entführt worden war und so weiter, diese ganze Leidensgeschichte, die hat Nabokov damals in der Zeitung gelesen, hat sich deshalb mit dem Fall beschäftigt und hat daraufhin zu einem großen Teil seine Lolita konstruiert. Das Interessante ist, dass er sich immer wieder dagegen gewehrt hat, dass das so ist, dass das was mit ihr zu tun hat, also mit diesem Entführungsfall. Und Sarah Weinman, die Autorin hier, legt halt wirklich eine großartige Analyse vor, wo da wirklich die Einflüsse waren, wo die unbestreitbaren Fakten waren, wo du es teilweise auch echt schlecht verborgen hast, dass das die Inspiration war und einfach so viele Beweise vorgelegt hat, dass das einfach schlicht kein Zufall sein kann. Und betrachtet aber eben immer parallel die Entstehungsgeschichte von Lolita, auch was das so für die Nabokovs bedeutet hat in ihrem Leben, aber eben auch vor allem die Tod dieses Mädchens und die Station, die diese Entführung so durchgemacht hat. Wirklich fantastisches Buch, habe ich absolut nichts davon gewusst. Und es ist wirklich bewegend, es ist wirklich gut geschrieben und es ist hochinteressant. Ja, das klingt wirklich so. Also ich mag ja sowieso immer so Hintergründe, das finde ich super interessant. Und ich wusste, dass es da irgendwas gab, aber das ist mir jetzt auch neu. Das klingt gut. Werde ich mir vielleicht auch mal auf die Liste schreiben. Ja, ich mache mal weiter mit so Nebenherbüchern. Mhm. Ich lese momentan, das heißt, wenn ich dazu komme, in der Mittagspause immer mal so alte englische Star Trek-Romane. Mhm. Und da gibt es die A Time To-Reihe. Die besteht aus 9 Büchern und ich habe jetzt die Bände 4 und 5 gelesen, A Time To Harvest und A Time To Love. Mhm. Diese Buchreihe leitet auf den letzten Film mit der Next Generation hin und bereitet so schon einiges vor, auch was mit den Figuren danach passieren wird. An sich ein cooles Konzept.
leider sind die Bücher irgendwie stinklangweilig. Mhm. Also es sind sehr, sehr klassische, aber auch leider sehr nichtssagende Star Trek-Geschichten, die hier erzählt werden. Und selbst wenn mal wirklich was Spannendes passiert, wie es kommt zu einer Katastrophe und Picard wird beschuldigt, daran schuld zu sein und sitzt längere Zeit in einer Zelle. Da gibt es schöne Momente, aber dann ist die Auflösung ja auch wieder nicht so toll. Also ich verstehe, warum die Reihe nicht auf Deutsch erschienen ist, sagen wir mal so. Okay. Ist leider nicht so der große Knüller. Kommen wir zu Knüllern. Spaß gemacht hatte ich an The Villain's Guide to Better Living von Neil Saraki. Das war super. Lebenshilfe für den verrückten Wissenschaftler oder den depressiven Nekromanten in dir. Das hat wirklich Spaß gemacht. Es fängt an damit, wie du deine Wohnung dekorierst für deine eben entsprechende Psychopathenart deiner Wahl. Es geht weiter, Dating für Nekromanten und so weiter und so fort. Also fantastisch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es nimmt halt diese ganzen Selbsthilfebücher völlig auf die Schippe. Es hat hübsche kleine Zeichnungen und Comics. Das war großartig. Und es gibt noch ein Buch, das habe ich von ihm aber noch nicht gelesen. Auch so in der Richtung. Aber darüber reden wir dann später. Aber wie gesagt, das große Empfehlung, das ist genau dein Humor, Flo. Okay. Das ist schon mal beängstigend. Also ich sag mal so, wer das Buch mit dem depressiven Hamster mochte, ich glaube, der mag dieses Buch auch sehr. Okay, dann ist es mein Humor. Ja, ich bleibe jetzt noch beim Science Fiction. Mhm. Ich habe auch mal wieder einen Doctor Who Roman gelesen. Da gibt es die Monster Edition. Mhm. Das sind insgesamt 8 Romane, die sich um die bekanntesten Monster kümmern. Und das würde ich auch sagen, ist gleichzeitig Schwachpunkt dieses Buchs. Das ist Der fremde Feind von Mike Tucker und Robert Perry. Mhm. Man weiß halt direkt, es ist eine Cybermen-Geschichte, weil die noch ganz groß vorne drauf sind. Würde man das nicht direkt wissen, wäre das Buch tatsächlich besser. Aber es ist auch an sich nicht schlecht. Mhm. Es ist eine Geschichte mit dem 8. Doktor zu Beginn des Blitzkriegs in London. Okay. Und man lernt eigentlich einen klassischen Hardboiled-Privatdetektiv kennen. Es ist wirklich auch so in dieser Art geschrieben. Mhm. Hat es natürlich mit Nazis zu tun und mit Robotermenschen und mit Robotermenschen-Nazis. Es ist lustig, es hat mir Spaß gemacht. Ich bin bei den Doctor Who-Büchern oft skeptisch, also die meisten können mich auch nicht so ganz überzeugen, aber das hier war doch sehr unterhaltsam. Okay, klingt gut. Ja, mit Doctor Who-Büchern bin ich halt noch komplett raus. Ich habe ja noch nicht mal die Serie voll geguckt. Ja. Es ist halt viel, also ich mag das, aber ich kann davon nicht viel am Stück ertragen, sagen wir so. Verstehe ich. Gut, ich mache ein bisschen weiter mit dem letzten Buch aus dem Oktober, nämlich Squid Empire von Dana Staff. Ein ja, recht netter evolutionärer Abriss über alle Arten von Kopffüßlern. Es ist ein netter und hübscher Einstieg, aber auch hier, wenn ihr euch mit dem Thema schon in irgendeiner Form relativ viel beschäftigt habt, ist halt nicht wirklich viel dabei. Aber als Einstieg echt nett und es hört sich schön nebenbei. Es ist sehr hübsch gelesen, also auch sehr entspannt gelesen. Man kann das hören. Aber wie gesagt, sobald man in dem Thema drin ist, denkt man sich halt, ja, und was ist jetzt neu daran? Aber auch das, wie gesagt, große Empfehlung für so. Das sind für mich diese Hörbücher, die ich so nebenbei beim Einschlafen höre. Das ist so, wie manche Leute ZDF-Naturdokus zum Einschlafen gucken. Bloß als Hörbuch. Und genau so könnt ihr das bewerben. Muss ja nicht schlechtes sein. Ja, eben. Also ich finde das sehr entspannend. So ist es nicht. Deswegen auch eine Empfehlung. Aber man darf halt nicht so viel erwarten. Bevor wir weitermachen, die Festa-Spezialreihe gibt es auch als E-Book. Ausgezeichnet. Ja. Danke. Ich mache mal mit etwas Ungewöhnlichem weiter. Oh. Ich lese ja auch Romanhefte ab und zu mal. Ja. Früher mehr, aber mittlerweile doch so hier und da. Es gibt tatsächlich wieder eine Reihe, die ich wieder regelmäßig lesen werde. Mhm. Und zwar eine, die ich in den 90ern schon mal gelesen habe.
Die UFO-Akten sind wieder da. Oh. Es erschien so während des Akte X-Hypes. Ja. Kann man sich ja denken. Und die Bücher kommen jetzt raus, sind überarbeitet. Also man hat es ein bisschen zeitlich angepasst, ein bisschen also die Referenzen moderner gemacht. Und es werden auch regelmäßig neue Geschichten erscheinen. Also es ist nicht komplett einfach nur Nachdruck. Die ersten beiden, die ich jetzt hier habe, Projekt Ghost Rider und Flug 19 verschollen, das sind noch alte. Also da werden zwei Leute kommen, werden irgendwie in eine Verschwörung reingezogen und machen sich dann so auf die Suche von einem geheimnisvollen Menschen geleitet und klären Geheimnisse auf. Also sehr Akte X-lastig. Die ersten beiden Geschichten haben hier noch mit UFOs zu tun. Später kommt auch alles Mögliche. Aber es ist echt eine lustige Sache. Und wer Akte X damals mochte, dem kann ich das empfehlen. Mhm. Klingt lustig. Gut, kommen wir in den November. Und da würde ich gleich zwei Bücher abhaken, über die ich nicht viel sagen darf, weil wir die im Königsbube dann Rest besprechen werden. Nämlich das Schwarze Haus, wo ich sagen muss, zwei Drittel des Buches sind meiner Meinung nach völlig bescheuertes Blabla. Und von den in meiner Scoob-Fassung 1060 Seiten hätten auch 400 gereicht und 200 davon waren gut. Aber ja. Das nur dazu. Wie gesagt, alles weitere bald im Königsbube Dame Gast. Genau, darüber werden wir uns an anderer Stelle beschweren. Genau. Und ich habe außerdem von Stephen King gelesen, Der Buick. Das waren auch wieder mal Podcast-Hausaufgaben. Und hier muss ich sagen, das hat mich wieder mit King versöhnt. Ich mag das Buch, die Stimmung ist super, die Idee ist großartig und alles andere im Detail hört ihr dann im Königsbube Dame Gast. Ich schließe jetzt meinen Science-Fiction-Teil ab mit Houston Houston von James Tiptree Jr. Mhm. Es ist ein Band, der Gesamtausgabe. Die Frau namens James Tiptree hat viele Kurzgeschichten geschrieben, die sind in 7 Bänden erschienen und dann gibt es 2 Romane, Essays und noch eine Biografie und ich denke, das werde ich mir alles in der nächsten Zeit zu Gemüte führen. Die hat halt unter dem Namen, diesem männlichen Namen geschrieben, um ihre Identität geheim zu halten, so 60er, 70er Jahre. Und hat aber, obwohl immer gesagt wurde, ihr Stil ist eher maskulin, hat sie doch in ihren Geschichten auch feministische Themen verarbeitet. Mm. Aber eben nicht so on the nose, weil man es auch nicht gedacht hat, dass es eine Frau ist. Und es ist echt interessant. Also es sind viele Geschichten hier drin, kürzere, längere. Wie immer bei Kurzgeschichtssammlungen, manche gefallen mir besser, manche schlechter. Aber der Stil ist zumindest sehr interessant. Manchmal muss man die Science-Fiction so ein bisschen suchen, weil sie nur so am Rande da ist. Mhm. Manchmal ist es aber auch wirklich hart Sci-Fi. Macht aber Spaß. Ich habe den nächsten Band der Ausgabe schon auf meinem Stapel. Da wird jetzt noch mehr kommen. Mhm. Klingt auch gut. Ja, kommen wir zu einem Buch, über das ich sehr, sehr, sehr zwiegespalten bin. Nämlich Disfigured von Amanda Leduc. Oder Leduc, ich weiß es nicht, woher die herkommt. Auf jeden Fall ist das ein Buch, das in meiner schwerbehinderten Bubble auf Twitter sehr viel rumgereicht worden ist. Und auch in der Bücher-Podcast-Szene wurde das relativ viel besprochen. Es geht hier um die Darstellung von Behinderung oder auch vor allem optischer Behinderung in Märchen und in Mythen. Das ist ein richtig, richtig guter Ansatz. Das ist eine richtig hübsche Idee, die eigentlich viel mehr beachtet gehört. Es geht vor allem eben auch darum, was machen eigentlich diese Märchen mit uns als Kindern? Wie prägen die unsere Weltsicht? Und wie viel Schaden richtet das demzufolge an, wenn da Behinderungen oder eben Entstellungen so negativ konnotiert sind, wie sie sind? Ja, grundsätzlich fantastische Idee, richtig viel Stoff zum Nachdenken und eine Betrachtungsweise, die man viel zu selten irgendwie so aktiv sieht oder hört. Von daher, fantastisches Buch, große Empfehlung. Aber was mich daran stört, ist dieser wahnsinnige Anspruch von Appeasement. Ist dieser wahnsinnige,
Das ist so viel Resignation in diesem Buch. So von wegen, ja, ich werde halt nie diese Märchenprinzessin sein und dann, das ist ja alles scheiße und, okay, ja, das ist alles scheiße, bin ich komplett bei dir. Aber das Problem ist, was mir hier fehlt, ist diese Aufzeigung der Alternative. Wenn sie sagen, du bist eine Hexe, dann sei verdammt nochmal auch eine. Dann sorg wenigstens dafür, dass sie Angst vor dir haben oder wenigstens Respekt. Und dieser ganze Anspruch, dass wir Anspruch auf Wut haben und dass wir eben uns nicht entscheiden müssen zwischen es wird unser Körper repariert oder es wird unsere Gesellschaft repariert, dass das überhaupt nicht Teil des Plans sein muss, sondern nur kann, dass wir auch sagen können, wir wollen gar nicht Teil eurer beschissenen Gesellschaft sein. Wir wollen eben stattdessen sein, wie wir sind und unsere Stärken nutzen, ohne dass wir hier irgendwelche Reparaturmaßnahmen an uns oder an euch vornehmen müssen. Ihr könnt es auch einfach so hinnehmen, wie wir sind. Das ist halt ein Anspruch, der hier völlig untergeht und das nervt mich kolossal. Nichtsdestotrotz, da kann die Autorin nichts dafür, das ist wahrscheinlich einfach eine Lebenseinstellungssache. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen, aber denkt immer dran, es gibt noch eine Alternative zur Resignation. Ja, gut. Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Ja, nach dem Thema kommt jetzt was ganz Sachliches von mir. Ich habe einen Neil Gaiman gelesen. Oh. Ja, aber keinen der großen. Mhm. Sogar tatsächlich, es ist sehr dünn. Der lächelnde Ott und die Reise nach Asgard. Oh. Also eher eine Kindergeschichte. Yeah. Ein Märchen aus dem hohen Norden. Es geht um einen Wikingerjungen, der in den Wäldern des Nordens Odin, Thor und Loki begegnet. Mhm. Und die nehmen ihn mit auf eine abenteuerliche Reise. Mhm. Es ist wirklich, es ist eine Kindergeschichte, aber es ist gut erzählt, der Mann kann ja richtig gut schreiben. Ja, das ist ja einfach. Und er kennt sich auch mit nordischer Mythologie sehr gut aus. Ja. Und ja, ist aber, ich glaube, so knapp 100 Seiten. Mhm. Es ist so ein Happen für zwischendurch, genau. Genau. Mhm. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich das umgehen soll, aber mein nächstes Buch passt jetzt so gar nicht in die Thematik. Ich habe nämlich gelesen Japans Infamous Unit 731 von Hell Gold. Und da gibt's auch eine Arctics-Folge drüber. Das ist ein heftiges Buch. Es ist gleichermaßen beeindruckend wie verstörend. Es handelt von der biologischen Kriegsführung im Pazifikkrieg und vor allem über die damit verbundenen Menschenversuche. Und ich habe mich ja schon mehrfach in diesem Podcast beschwert, dass wir zumindest in der Schule über den Pazifikkrieg so genau gar nichts gelernt haben. Ich weiß nicht, ob dir das anders geht, aber... Nein, gar nichts. Ich wusste, es gab den, aber das war's dann halt auch. Aber so Sachen, dass die Japaner teilweise über China Pestangriffe geflogen haben und so weiter. Mit Nutten? Nein, die auch, aber separat. Nein, also das sind halt Sachen, die waren mir so nicht bekannt. Die wurden mir dann später bekannt. An der Stelle kann ich sehr viel empfehlen, zum Beispiel die Pacific War-Reihe von Dan Carlin in Hardcore History. Die ist fantastisch. Da habe ich zum Beispiel das erste Mal davon gehört und das war für mich auch der Anlass, dieses Buch zu kaufen. Aber ich kann euch nur warnen, es ist ernsthaft interessant und ich finde, das ist auch wichtig zu wissen, aber es ist halt ernsthaft heftig zu lesen. Weil es geht hier wirklich um Zeugenaussagen. Also das ist eine Sammlung von Zeugenaussagen von Menschen, die damals in diesen Units eben entweder beschäftigt waren oder in irgendeiner Form inhaftiert waren. Und da das halt auch im heutigen Japan in der Geschichtslehre relativ unter den Tisch gekehrt wird, finde ich, ist das wichtig zu wissen. Aber wie gesagt, harte Warnung, also wenn ihr mit solchen Themen ein Problem habt, lest es lieber nicht. Weil es ist wirklich auch relativ grafisch und deutlich. Aber war wirklich beeindruckend. Also kein schlechtes Buch, nur mit Vorsicht zu genießen. Ich hab ja mal erzählt, dass ich von einem verstorbenen Bekannten die Bücherei plündern konnte. Mhm. Und viele Klassiker abgegriffen habe. Und so kam bei mir jetzt endlich mal Margaret Mitchell vom Winde verweht an die Reihe. Oh Gott.
Es ist tatsächlich gut geschrieben. Und was ich aus dem Film gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, ist, was für ein ambivalenter Charakter Scarlett O'Hara ist. Mhm. Also, das für die damalige Zeit ist das schon eine ziemlich coole Figur. Mhm. Das Buch ist sehr dick und könnte dünner sein. Aber trotzdem, es ist unterhaltsam. Ich glaube, es hat zu Recht den Status als Klassiker auch. Mhm. Okay. So, Flo, wie viel hast du jetzt noch? Ich habe noch 6. Ich habe noch 5. Also ja, wir liegen passt. Genau richtig. Hervorragend. Dann mache ich weiter mit einem Autor, den ich auch immer mal wieder lese, nämlich David Quammen. Ich habe ja schon von ihm The Tangled Tree sehr gemocht und genossen. Hab diesmal The Song of the Dodo gehört. Und hier muss ich sagen, auch wenn ich David Quammen eigentlich ziemlich gerne mag, aber in diesem Buch kam ich irgendwie mit dem Stil überhaupt nicht klar. Ich habe erst gedacht, es liegt an der Hörbuchversion und es liegt an der Art, wie es gelesen ist. Nein, ich komme auch mit dem geschriebenen Stil absolut nicht klar. Was echt schade ist, weil das Buch hier wirklich sehr interessant ist thematisch. Es geht halt vor allem so um die ersten Reisen der ersten Naturalisten und so weiter und so fort. Um diese ganzen Intrigen, die auch damit gesponnen worden sind. Aber eben auch um die Viecher, die ihnen da so über den Weg gewatschelt sind und so weiter. Thematisch also wirklich interessant, aber ich finde es einfach furchtbar zu lesen. Ja, das ist... Stil macht so viel mehr aus, als man denkt. Das ja, vor ist, allem, weil ja. Ich weiß, dass der es kann. Das ist ja... Ich weiß nicht, was bei diesem Buch passiert ist. Entweder war besoffen oder... Keine Ahnung, aber ein fürchterlicher Stil von einem Autor, der es sonst echt gut kann. Keine Ahnung. Manchmal hat man das, um nochmal auf den König Bube Dame Gast zu verweisen. Genau. Da kommt demnächst auch wieder so ein Rant. Ich habe mit einem Autoren weitergemacht, der kann. Mhm. Ich habe wieder einen Jim Thompson gelesen. Mhm. Und ich mag, wie trostlos seine Welt ist. Oh ja. Also ich habe gelesen, Die Verdammten. Mhm. Und das spielt in einer texanischen Kleinstadt, umgeben von riesigen Bohrtürmen. Und es geht um einen jungen Sheriff, der erschießt versehentlich eigentlich jemanden und danach eskaliert das Ganze, weil es gibt eine korrupte Ölgesellschaft, mit der hat er sich dann dadurch sehr angelegt und plötzlich bricht alles um ihn herum zusammen. Es ist so richtig düster, noir, beklemmend. Ich mag das. Also der Mann schreibt echt gute Sachen oder hat echt gute Sachen geschrieben. Klingt gut, auf jeden Fall. Ja, kommen wir ein bisschen zur Auflockerung. Ich habe Funny You Should Ask von den QI-Elves gelesen. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Podcast No Such Thing as a Fish gehört habt mal. Sagt ihr das was? Ja. Also ich habe den nie gehört, mir sagt der Name was, aber ich habe da nie reingehört. Und bin halt über diese Hörbücher, es gibt mehrere davon, gestolpert. Und ja, die Grundidee ist halt das Behandeln von kuriosen Fragen wie: Warum wirkt Regengeräusch beruhigend auf mich, aber ein tropfender Wasserhahn macht mich wahnsinnig? Und ja, es ist halt einfach witzig. Es macht Spaß, es sind teilweise ein paar hübsche Fragen dabei. Ich fand, es ist sehr kindertauglich zum Beispiel, finde ich. Aber es ist halt nichts Berühmtes. Aber es hat Spaß gemacht und es ist eine ganz hübsche Sache zum Zeitvertreib. Ja. Ja, Zeitvertreib ist auch immer wieder Harlan Coben. Mhm. Ich habe früher mal einiges von ihm als Hörbuch gehört, gelesen habe ich noch gar nicht so viel. Und jetzt habe ich mir mal Kein Sterbenswort vorgeknöpft. Eigentlich sind alle seine Geschichten gleich. Also meistens verschwindet irgendjemand. Ah, ein Schatz Soul. Ja, so ungefähr. Hier ist die Ehefrau von einem Serienkiller entführt und ermordet worden und seitdem ist er ein gebrochener Mann.
Und dann kommt aber raus. Warte, der Serienkiller ist eingebrochen, weil seine Frau entführt worden ist. Die Hauptfigur. Okay. Ja, ein Kinderarzt. Ja. Und dann kommt aber raus, die Frau scheint aber noch zu leben. Aber irgendwas stimmt da nicht. Und er macht sich natürlich selbst auf die Suche, um seine Frau zu finden und wird selbst als Mörder verdächtigt. Und es ist gut geschrieben. Es ist ein solider Thriller. Und wie gesagt, es ist immer dasselbe, aber macht Spaß. Mhm. Klingt gut. Ja, bleiben wir bei Natur zur Entspannung, was ich vorher schon mal erwähnt habe. Bücher, die sehr gut zum Entspannen und Zeitvertreiben und zum Einschlafen sind. Nämlich Raptor von James McDonald Lockhart. Das ist ein von David Attenborough gelesenes Audiobuch über die Schönheit, Anmut und Eminenz von Raubvögeln. Ja, ich bin ehrlich, es ist nicht sonderlich spannend, aber es ist ziemlich toll zum Einschlafen. Und David Attenborough ist halt fantastisch. Also ich meine, wer mit eben besagten Naturdokus aufgewachsen ist, der kann, glaube ich, zu dieser Stimme der kann dazu nur einschlafen, auch wenn er fantastisch ist. Aber das ist halt Konditionierung. Es hat Spaß gemacht, aber es ist halt wirklich nicht allzu spannend. Aber dafür sehr stimmungsvoll, sehr gefühlvoll, muss man mögen, aber ist okay. Ich mache jetzt mit meinem, vorletzten Thriller weiter. Mhm. Auch etwas, das ich schon mal als Hörbuch gehört habe und jetzt mal die komplette Reihe lesen möchte. Adrian McKinty, der katholische Bulle. Mhm. Es ist eine Buchreihe über einen katholischen Polizisten in Belfast. Mhm. Ja, und es ist tatsächlich sehr gut geschrieben. Also es sind die frühen 80er, es geht gerade so richtig rund mit der IRA. Und es gibt eine Serienkiller-Geschichte in diesem Buch, aber so die vielen Geschichten außenrum machen es hier zu was Besonderem. Wenn er morgens aufsteht und wenn er rausgeht, erstmal mit dem Spiegel oder seinem Auto nachgucken, ob keine Bombe drunter ist und sowas. Also ziemlich cool gemacht und es ist auch ein cooler Held. Also es ist auch ein bisschen düster, sarkastisch und macht sehr viel Spaß. Es gibt eine ganze Reihe dieser Bücher. Wie gesagt, ein paar habe ich auch schon gehört. Wird auf jeden Fall jetzt auch in den nächsten Tagen weitergehen. An der Stelle kann ich nur empfehlen, wenn euch dieser ganze Themenkomplex interessiert, mein absolutes Lieblingsbuch aus der Richtung schon immer gewesen und wird es immer sein, von James Plunkett, Manche sagt, man sind verdammt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich liebe es sehr hart. Es ist natürlich voller Pathos, aber für diese ganze Nordirland-Komplex-Sache ist das beste Buch der Welt. Ja, nein, das ist aber nicht das Buch, über das ich reden wollte. Da wollte ich nur kurz davon schwärmen, weil ich das liebe. Kommen wir zu meinem nächsten Buch, nämlich A Naturalist at Large von Bernd Heinrich. Ich weiß nicht, ob das ein Deutscher ist, aber ich glaube nicht. Jedenfalls, das ist eine Essay-Sammlung über diverse Themen aus der Natur, zum Beispiel über die Rangrichtung von Pflanzen oder darüber, dass Raben Raubtiere und Aasfresser für schwere körperliche Arbeiten rekrutieren. Also sie locken halt tatsächlich zum Beispiel mit ihren Rufen größere Raubtiere an, damit die Drecksarbeit machen, also zum Beispiel die Knochen knacken und so weiter, damit die Raben dann halt sich glücklich an den Röstrestern ergötzen können, ohne dass sie da jetzt tatsächlich aktiv großartig Kraft aufwenden müssen. Und solche kruden oder interessanten oder relativ unbekannten Fakten halt. Es ist einfach eine Essay-Sammlung, es ist eine Aufzählung, aber es macht sehr viel Spaß und hat mir wirklich gut gefallen und auch die Leseart war echt nicht verkehrt. Ich habe eine Biografie gelesen, Love, Lucy von Lucille Ball. Also Lucille Ball war eine amerikanische Schauspielerin, die in den 50er Jahren bekannt wurde durch die Fernsehserie I Love Lucy. Ja, und danach auch lange Zeit, also noch die 60er, 70er, durch auch weitere Serien. Das Buch beschreibt so ihre Kindheit und Jugend bis in die 60er Jahre hinein.
Wobei, nach meinem Geschmack hätten so die 50er, diese Isle of Lucy-Zeit und was danach kam, gerne mehr beschrieben werden können. Sie war die erste Studiochefin eines großen Hollywood-Studios. Und sie beschreibt hier auch, also sie hat 10 Jahre Isle of Lucy gedreht mit ihrem Mann als auch als Filmehemann. Und am Tag, nachdem die letzte Folge abgedreht wurde, hat sie die Scheidung eingereicht. Es sind einige interessante Geschichten dabei. Tatsächlich, wie gesagt, hätte es noch mehr sein können. Es endet halt auch schon in den 60er Jahren und die Frau hat noch bis 89 gelebt. Also da fehlt noch einiges. Aber es liest sich auf jeden Fall schon mal ganz lustig. Oh, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Dann eine große, große Empfehlung für dich, Flo. The Madman's Library von Edward Brooke Hitching. Ein fantastisches Buch über Bücher. Großartig. Also einfach eine Kuriositätensammlung. Es geht um Blutbücher. Es geht um Bücher, die in Haut gebunden sind. Es geht um die größten und kleinsten Bücher der Welt. Es geht um Geisterautoren. Es geht über literarische Kriege. Es geht um religiöse und medizinische Kuriositäten. Also auch irgendwelche Bücher, die ein Giftkompendium sind, wo aber gleichzeitig das Buch aufgebaut ist wie ein kleiner Apothekerschrank und sowas, mit kleinen Probefläschchen drin und so. Also fantastisch, einfach nur ein Buch über Bücher und all die kruden Dinge, die man mit und aus Büchern so machen kann. Das wird dir auf jeden Fall gefallen. Das hast du, glaube ich, mal auf Twitter erwähnt und seitdem habe ich es auf meiner Liste. Ja, ich liebe Bücher. Also Bücher sind etwas Wundervolles. Ich wünschte, mehr Menschen wären Bücher. Nein, und es gibt halt wirklich so ein paar Details. Zum Beispiel eben diesen, wie heißt denn das doofe Wort? Dieses Kapitel mit den Geisterautoren. Wenn halt quasi irgendein Mensch, der lebt, behauptet telepathisch oder über automatisches Schreiben oder irgendwie sowas, einen verstorbenen Autor gechannelt zu haben. Das heißt, er gibt dieses Buch nicht als sein Buch aus, sondern sagt halt, das war von meinetwegen Lovecraft eingegeben. Wie du das rein bibliografisch jetzt bewertest, dieses Buch, und wie du das einsortierst ins Bücherregal. Über solche Detailfragen streitet sich halt dieses Buch und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Über solche Fragen könnte ich mich auch streiten. Ja, eben. Herrlich. Deswegen, wir sind halt so. Ja. Ja, dann komme ich zu meinem letzten Buch. Und ich habe mir das Beste zum Schluss aufgehoben. Ich habe vor einiger Zeit ja mal erzählt von Bryn Greenwood. Ja. Mit All die Finsternis inmitten der Sterne. Ja, das Buch hat mich ja total geflasht. Und jetzt ist ein zweites Buch von ihr auch auf Deutsch erschienen. Unser leichtfertiger Eid. Und auch das ist wieder sehr gut. Auch ganz was anderes, aber wundervoll geschrieben. Es geht um eine junge Frau, deren Leben geradezu total den Bach runtergeht. Ihre Schwester hat in einem Gefängnis so ausgeholfen, als private Seelsorge, sowas in der Art, und ist beim Gefängnisausbruch mit entführt worden. Und jetzt hängt sie da mit ihrem Neffen, ihrer Messi-Mutter und was weiß ich und versucht da irgendwie klarzukommen und hat aber eine Unterstützung, mit der sie so nicht gerechnet hätte. Sie hat nämlich mal, als sie im Krankenhaus war, einen jungen autistischen Mann kennengelernt, der so komplett in so einer Ritterphase ist. Und der sie beschützt. Also er ist ihr persönlicher Ritter. Er hat den Eid abgelegt. Und für die beiden beginnt eine Reise. Und es sind noch andere Figuren, die dann da mit auf diese Reise gehen. Die lange Zeit sehr ruhig ist und dann irgendwann aber komplett eskaliert. Und ich finde es großartig. Es sind wundervoll beschriebene Figuren. Es ist eine Handlung, die vielleicht ein bisschen zu sehr dahin plätschert am Anfang, aber die, wenn es dann mal Fahrt aufnimmt, auch so richtig Fahrt aufnimmt. Okay. Und es ist, es ist Teil Krimi, Teil Liebesgeschichte, Teil Drama, Teil Comedy. Es ist
sehr unterhaltsam. Und so Autismusdarstellungen gruselig wie bei King oder halbwegs akzeptabel? Ich würde sagen, ziemlich akzeptabel. Mhm. Okay, na, das ist ja schon mal ein Anfang. Und auch wirklich als ja einfach akzeptiert. Ja. Mhm. Das ist auch okay. Auch diese Rittervorstellung ist einfach, ja, manche gucken erst ein bisschen komisch, aber es ist dann halt Normalität. Und das fand ich auch eigentlich sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall. Klingt spannend. Mhm. Naja, ich habe mir auch das beste Buch zum Schluss aufgehoben. Das habe ich aber auch heute erst fertig gelesen. Nämlich In Nature is the Worst von E. Wade Ross. Ein fantastisch humoristisches Kompendium über 500 Gründe, warum Natur scheiße ist und alles sich oder uns umbringen, vergewaltigen oder versklaven will. Das war super, mit richtig vielen What-the-fuck-Momenten. Es geht um explodierende Frösche, es geht um vergewaltigende Delfine, es geht um diverse lustige Parasiten, die diverse lustige Dinge mit Menschen und Tieren machen. Fantastisch! Also, das hat wirklich Spaß gemacht. Es gibt auch immer so einen bissigen Seitenkommentar vom Autoren. Und es sind auch überall die entsprechenden wissenschaftlichen Paper zum Beispiel dazu genannt, wo eben dieser Fun-Fact hergenommen wurde. Also es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen und es ist immer mit einer Quelle belegt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist großartig, das Buch. Also die Tier-Doku auf Speed. Ja, genau. Und halt kennst du tausend lustige Todesarten? Ja. So in der Art. Aber mit Natur. Voll gut. Sehr schön, ja. Also die Sache zum Beispiel mit den explodierenden Fröschen, die fand ich großartig. Weil halt es irgendeine Vogelart gibt, die mittlerweile gelernt hat, zielgenau, punktgenau in einen Frosch reinzupicken und ihm die Leber zu entnehmen. Und sobald sich eben dieser Frosch dann aus Verteidigungsreflex aufplustert, ist halt der Druckausgleich nicht mehr gegeben, weil eben da ein Loch im Körper ist und dann macht das Ganze viel Patsch. Also, ist jetzt nur ein Beispiel, aber solche Geschichten stehen hier halt ganz viel drin. Und ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich mag solche Bücher. Es ist halt wirklich unterhaltsam, kann man mal so als Fun Fact mitnehmen. Man kann viele Sachen lernen, die niemand wissen will. Genau. Das ist sehr schön. Wunderbar. Gut, dann bin ich durch. Ja, ich auch. Wunderbar. Flo, ich bedanke mich wie immer, dass du bei mir warst. Es war mir ein Vergnügen. Bedanke mich natürlich wie immer auch bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und wir hören uns mit etwas Glück für die Bücher des Dezember, dann Ende Dezember nochmal. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.